Passo. Bei Klaus Klinger von TSV Ansbach sitzt die Melodie Bildmann, das ist die Mama von Kina. Und schaut sich das Spiel ihres Sohnes an. Sie spielt selber seit vielen Jahren aktiv. Gute B-Klasse. Das Team vom SV Zeukendorf. Dieser Verein war in den 80er und 90er Jahren, ja auch in den 70ern schon eine Hochburg des mittelfränkischen Tischtennissports, allerdings bei den Mädchen und Damen. Da gab es sogar einmal unter Trainer Alfred Bogut einen deutschen Mädchenmannschaftsmeister. Eine bayerische Jugendmeisterin namens Stephanie Benz. Die Zeukendorfer spielen gegen Wenzel Noll, der Vater von Michael Noll. Beides Noppenspezialisten und Martin Kern, ein Linkshänder. Dann spielen wir jetzt an die Streicher, Streicher
Goldbach, TTC Höchstadt, der hier überraschend einen Satz gewonnen hat gegen Bayernligaspiel Tobias Ehret. Und TSV Stein. Vermutlich mit Locken defensiv. Ja, das ist sogar ein Schwan, vielleicht ein Anti-Top, was auch immer. Gegen einen Spieler von CVJM unter Asper. Daneben spielt Marcel Hassförter mit seinem Partner Bran, beide von der Spielvereinigung Erlangen. Gegen das Team von PostSV Ansbach. Beide zweier Mannschaften in der Gruppe von Daut Steinbecher. Trubi jetzt, einen Matchball hatte er schon.
im letzten Satz. Dann spielen wir an Tisch 11, Herren C-Klasse, Gruppe A, Valenzki Raben gegen Stang Stang. Tobias Flossmann aus der D-Klasse in die C-Klasse hochgekommen, von der Spielvereinigung Erlangen. Mit Blank. Premiere, das erste Spiel im neuen Verein zu Reden in der Ostbach. Herren SA. Finale im Zweiermannschaftsturnier beim C-Ferriot in Unterasper. Aufschlag Norbert Speckner vom TSV Stein. Linkshänder mit Anti-Top auf der Rückhand. Im Gegenüber Bielmeier vom TSV Dachau. Verteidigungsspieler. Hat vor einer Woche das 20. Anton Kohlert-Turnier in Neustadt gewonnen. Hat eine schöne Schnittverteidigung, kann aber wenig nach vorne spielen. Bielmeier spielt hier mit Michael Noll als Partner. Norbert Spickner mit Tobias Ehret. Thank you.
beide gehabt, Marina? Ach, Entschuldigung. Einfach hupen oder mit so einer roten Lampe. Alarmsendung. Ich werde es immer mit Augen aufmachen, weil da läuft nämlich das Endspiel von der SA-Klasse, wo du dauernd drin rumstiefelst. Habe ich nicht wahrgenommen, dass da jemand geht. Ist mir aufgefallen. Haben aber dann halt so an sich, dass da das Tennis gespielt wird. Ja. Michael Neu. Die Nummer 3 des TSV Dachau. Gegen Tobias Ehr.